Ja, ich grüße wieder alle, die sich hier auf meinem YouTube-Kanal verlaufen haben und möchte heute ein neues Tutorial mit dem pixelart.com Editor erstellen, einem Grafiktool. Dazu werde ich das Programm mal öffnen, das heißt, ich habe es schon geöffnet in meinem Firefox. Ja, und was will ich heute machen? Ich möchte heute Ihnen zeigen, euch zeigen, wie man eben Bilder überblendet. Dazu starte ich mal meine Bilddateien, das heißt, ich drücke STRGO. Wenn er das jetzt will, ich muss erstmal hier ins Feld drücken, Entschuldigung. So, dann macht er sich das auf, macht er das auf. Ich lade mir ein Bild. Welches nehmen wir denn? Immer wieder gerne genommen. Die Düne, platziere das Bild in die Mitte. So, um jetzt ein zweites Bild halt zu integrieren bzw. zu überblenden, muss ich natürlich dementsprechend auch eins auswählen. Dazu erstelle ich eine neue Ebene, gehe oben in der Attributenleiste unter Ebene, Open Image als Layer, was so viel bedeutet wie eine neue Ebene mit einem Bild zu befüllen. Ach, dann nehmen wir doch direkt hier diesen Leuchtturm. Drücke die Tastatur V, damit ich dieses Bild platzieren kann. Oder gehe hier oben in der Werkzeugliste auf dieses Verschiebewerkzeug. Platziere das da, wo ich es hinhaben will. Und jetzt ist eigentlich das Gröbste schon getan. Das heißt, ich verlege hier auf dieser Ebene, im Ebenenmanager, ja, lege ich jetzt eine Maske drauf, das mache ich mit dem zweiten Button von links, hier unten. Und jetzt nicht erschrecken, das Bild ist weg, aber die Maske ist erstellt. Ja. Jetzt gehe ich rüber auf die linke Seite in die Werkzeugleiste, betätige den Button für das Verlaufswerkzeug. Ihr seht, hier oben hat sich auch schon die Attributenleiste verändert. Und jetzt klicke ich hier mal mit der linken Maustaste in den Verlauf. Dann macht sie ein Untermenü auf. Und da markiere ich das Feld, was hier schwarz transparent aussieht. Sprich, wo diese karierten Felder sind, das heißt dann immer, das ist halt transparent. Das betätige ich mit der linken Maustaste. Mache einen Klick außerhalb des Bildes. Jetzt hat sich der Cursor verändert. Hier seht ihr ein Kreuz. Und dieses platziere ich mal mit gedrückter linker Maustaste in die Mitte des Bildes. Ich halte die linke Maustaste gedrückt und ziehe jetzt das Bild bis zur Mitte auf. Siehe da, der Leuchtturm ist wieder sichtbar. Das kann ich jetzt so oft machen, wie ich meine, die Transparenz soll verschwinden. Das kann ich natürlich auch von unten machen, von halb schräg nach oben, von links nach rechts. Das will ich natürlich nicht erzielen, das wäre kontraproduktiv. Da drücke ich dann wieder STRGZ, damit ist das weg. Kann es aber von hier oben machen. Ja. Wunderbar. Da müsste man ein bisschen mit spielen. Es ist alles reparierbar. Man kann da also wirklich alles auch wieder begradigen. Wie zum Beispiel das, was ihr hier oben rechts im oberen Bild seht. Das könnt ihr zum Beispiel mit dem Radierer wegmachen. Dazu stellt ihr euch dann eine relativ große Pinselspitze ein. Mit einem weichen Farbverlauf. Die könnt ihr hier auch noch ändern. Also wirklich weich. Und den Pinsel relativ groß, zum Beispiel so. Und wenn ich jetzt mit dem Radiergeometer drunter gehe, kann ich das hier also begradigen. Ja? Andererseits kann ich natürlich auch, weil wir mit Masken arbeiten, mit dem Pinsel, da würde ich natürlich dann auch eine große Pinselstellung nehmen.
Ja, entweder hier über diesen Schieberegler oder aber könnt ihr auch mit dem Punkt auf der Tastatur das auch größer machen. Ist manchmal praktischer, als immer wieder da reinzugehen. Da könnt ihr jetzt mehr oder weniger das auch wieder hinzufügen. So wie ihr meint, es müsste so sein. Wieder auf den Airlasher bzw. Radiergummi, entweder über die Werkzeugleiste oder das E drücken auf der Tastatur und schon könnt ihr das auch wieder wegnehmen. Das ist das Schöne, wenn man hier mit Masken arbeitet. Ja, das wäre schon gewesen für diesen Effekt. Ich hoffe, es hat euch weitergeholfen und ihr könnt es hin und wieder anwenden. Das wäre es für heute gewesen. Ich wünsche euch alles Gute. Bis dann. Ciao.